Es ist spät geworden in Wolfsburg. Die Uhr geht knapp auf Mitternacht zu. Und gerade eben erst sind hier die Busse des SV Werder hinter uns weggefahren Richtung Heimat, Richtung Bremen. 2 Stunden Rückfahrt warten auf die Spieler und 2 Stunden, in denen sie mal gut drüber nachdenken können, was hier heute eigentlich alles passiert ist. Was für ein Wahnsinnsspiel war das denn, bitteschön. 3:5 hat Werder beim VfL Wolfsburg verloren. Das ist natürlich nichts, worüber man sich freuen kann. Aber als neutraler Betrachter, da hat dieses Spiel einfach nur Spaß gemacht. Aber richtig fett Spaß gemacht. 8 Tore am Freitagabend und wirklich ein Rauf und Runter, ein Hin und Her. Und es war immer Leben in der Bude, es war immer richtig was los. Und schlussendlich bleibt Wolfsburg als der große Sieger zurück, hat sich weiter nach oben gearbeitet. Werder dagegen hat mal wieder so ein Spiel abgeliefert, von dem man sagen muss, naja, wäre da nicht doch vielleicht irgendwie mehr drin gewesen, so wie schon in der Woche zuvor gegen den FC Bayern, jetzt auch in Wolfsburg. Ja, Antwort, ganz klar, ja, wäre auch mehr drin gewesen, weil es war einfach lange offen, dieses Spiel. Das stand 3-3, Werder hätte das 4-3 machen können, dann macht Wolfsburg das 4-3 und am Ende noch in der wirklich in der Nachspielzeit das 5-3. Das war letzten Endes auch über dieses Tor. Gut, verloren. Ne? Nach 5 Unentschieden in Folge, nach 5-1-2-1 in Folge hat Werder verloren, nach 7 Spielen ohne Niederlage. Die 2. Saisonniederlage, das 1. Mal 5 Tore in diesem Kalenderjahr, wenn ich mich da richtig erinnere, hat zumindest der Kollege eben behauptet. Die schöne Serie ist zu Ende. Eine andere Serie läuft dagegen weiter. 6 Spiele ohne Sieg, so kann man das jetzt auch sehen, hat Werder jetzt hingelegt. Und Flo Kofeld hat eben so ein bisschen gelacht bei der Frage und hat gesagt, naja klar, können wir uns nicht darauf einigen, dass wir einfach sagen, es war auch gar nicht so schlecht und wir sind jetzt auch einfach gar nicht so schlecht dagestanden und hat auch gar nicht so schlecht ausgesehen. Er will jetzt gar nicht raus auf diese Serie 6-mal nicht gewonnen, aber hat dann am Ende auch gesagt, klar, wäre schön, wir würden mal wieder gewinnen. Ja, nächste Woche Sonntag gegen VfB Stuttgart im Heimspiel ist die nächste Chance da. Dann allerdings ohne Kevin Möwald, der hat sich heute nach Einwechslung eine gelb-rote Karte abgeholt. Ziemlich dumm am Ende, wie man sagen muss, dieses 2. Foul, das war nicht nötig. Und Jean-Manuel Bomm wird auch fehlen gegen die Schwaben, weil er hat sich heute die 5. gelbe Karte abgeholt. Und das in einem Spiel, man will dem Jungen gar nichts Böses, aber heute hat tatsächlich mal so ein bisschen sich gezeigt, wo die Grenzen sind für ihn. Und das ist nicht gut gelaufen, als rechter Außenverteidiger hat er angefangen. Wolfsburg hat ihn da ziemlich auf dem Kicker, hat ihn sehr, sehr stark, sehr extrem bespielt. Damit ist er nicht klargekommen, hat dann früh gelb gesehen, war gelb-rot gefährdet und ist deshalb deutlich vor der Pause schon wieder vom Platz. Und da hat Florian Kohfeldt, der Trainer, auch einfach gesagt, ja, lass den Jungen, das gehört dazu. Und muss er sich entwickeln. Und so können wir das auch abhaken, für ihn zumindest. Aber vieles andere kann man nicht einfach so abhaken, nämlich 5 Gegentore fallen nicht aus dem Nichts. 5 Gegentore, dafür gibt es Ursachen und die waren heute tatsächlich in diesem, in dem letzten Biss, dieser letzte Zweikampf, so dieses letzte Hingehen und den Ball abräumen, das war heute nicht dabei bei Werder. Und deshalb sind dann schlussendlich diese Tore gefallen gegen körperlich wirklich sehr starke Wolfsburger. Die haben da einfach mit Wout Weghorst und Anthony Brooks einfach 2 Kanten, die haben auch ihre Kopfballtore gemacht, die haben Werder da richtig zugesetzt. Da hatten die Bremer einfach keine Mittel dagegen. Aber gut, alles war auch nicht schlecht. Die Defensive war nicht gut. Ja, da könnt ihr mal Flo Kofeld fragen. Der sagt, ich bin da stinksauer. Sieht zwar freundlich aus unter seiner FFP2-Maske, aber er sagt, in mir brodelt's, weil das kann er so nicht akzeptieren, diese Defensivleistung. Und das ist schon komisch. Das kommt auch so ein bisschen aus dem Nichts. So nachdem es einfach wochenlang gut geklappt hat, hat es heute hinten nicht funktioniert. Vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht. Gegen Stuttgart wird sich zeigen, was das jetzt tatsächlich ist, ob das jetzt eine Entwicklung war oder ein Ausrutscher. Nach vorne hin lief es dagegen allerdings relativ gut. 3 Tore in Wolfsburg zu machen, das gelingt auch nicht jedem, auch wenn das eine Tor ein Eigentor der Wolfsburger war. Das war eigentlich ganz ansehnlich, nur muss man dann auch was mitnehmen. Und Ömer Toprak, der Abwehrchef, der heute nicht an diese guten Leistungen aus dem Spiel gegen den FC Bayern anknüpfen konnte, der hat dann gesagt, das war heute ein verschenktes Spiel. Der war auch ziemlich bedient und sagte, so viele einfache Sachen, die Zweikämpfe nicht zu gewinnen, dadurch die Tore zu kassieren. Das muss nicht sein, ist aber passiert. Werder hat einen Dämpfer hinnehmen müssen, die 2. Saisonniederlage. Und ob es mit Mund abputzen und weitermachen getan ist, sehen wir nächsten Sonntag gegen den VfB Stuttgart. Alles, was ihr sonst noch über das Spiel wissen müsst, lest ihr heute und morgen und übermorgen in der Deichstube auf deichstube.de oder in der App. Macht's gut!